Der Trainer ist der Wichtigste. Der Trainer ist das Herzstück des Sports. The core of sports. Sehr schön zu hören, dass der Trainer das wichtigste Element ist im Fußball und im Sport allgemein. Wie wir alle wissen, sind die Trainer mitunter die wichtigsten Personen und in unserem ganzen System. Und entscheidend ist auch heute, dass wir uns auch als die Wichtigsten verstehen und so positionieren. Und stehst im Mittelpunkt, mal leidend, mal gefeiert. Also in dem Sinne ist das Leadership neu gedacht, dass wir uns ganz neu positionieren, ganz neu denken. Den Stellenwert und die Wertschätzung des Berufsstandes Trainer auf den richtigen, ins richtige Licht zu rücken, das muss ich sagen, das verdient höchste Anerkennung und auch volle Unterstützung. Und wenn wir Glaubwürdigkeit wollen, dann müssen wir uns verbinden. Verbinden wir untereinander, die Trainer. Der Sport und die Vereine und die Verbände müssen verstehen, dass der Trainer das wichtigste Element ist. Es muss das stärkste Element sein. Und deshalb ist es wichtig, dass sich die Trainer gegenseitig unterstützen. Aber auch mit den Menschen verbinden. Kooperation und Dialog mit den Spielern, mit dem Verein, mit dem Präsidenten, mit den Medien, mit den Sponsoren. Alle zusammen. Wir können nur zusammen Erfolg haben. Also ich finde das eine super Idee, weil ich selber in einem auch Netzwerk bin und ich überzeugt bin, dass man mit solchen Netzwerken positiv etwas bewirken kann. Was ist die Idee vom World Coach Forum? Es braucht einfach die Zusammenarbeit und das Verständnis unter den Menschen. Wir sind aufeinander angewiesen und deshalb finde ich das Projekt sehr spannend. Ich habe jetzt als Einstieg von diesem World Coach Forum habe ich ein Video. Das ist eine Hommage an den Trainer. Ich denke, wir machen wirklich einen Schritt vorwärts und stärken uns selber und eigentlich also unsere Position, wenn wir uns mit dieser Idee verbinden, dabei sind bei diesem Projekt. Es ist ja so, dass in der heutigen Zeit die Trainer kein einfaches Leben haben. Und wenn man jetzt dieses Video gesehen hat, mit dieser Wertschätzung, diese Hommage an den Trainer, dann muss man sagen, diesen Respekt wünschte man sich von allen Seiten immer als Trainer. Guter Einstieg, gute Übersicht, finde ich super. Ja, also das Video war nicht nur gut, sondern super gut, weil es also zu 100% die Positionierung des Trainers zum Ausdruck bringt. Und zwar international. Besser kann man das nicht machen. Also, ich finde dieses Video fantastisch. Ich bin begeistert. Eine großartige Idee. Hervorragend, diese Trainer zu sehen. Gute Idee und genial für jeden Trainer.